Bam. Okay. Hey, wie kommt denn der da hin? Und wie kann der mich mit dieser Scheißwaffe killen? Mit der DLT kann man doch keine Kills machen. Das verstehe ich nicht. Also, wenn ich die DLT 19 spiele, dann ist die voll scheiße. Und wenn andere die spielen, dann ist die voll OP. Das ist irgendwie ein seltenes Phänomen immer mit den Waffen bei mir. Ah, Faggot. Ich hab den dir gesnackt. Ah. So. Smart Rocket, okay. Ja, die wollen wir doch mal direkt einsetzen. Gut, ne? Achso, man kriegt noch einen Bonus, wenn man jemanden mit explosiven Sachen killt. Weil das ja dann nicht noobig ist oder so. Kriegt man noch einen Bonus, ja? Weil... Hallo, dass man jemanden mit Explosionen killt, ist ja wohl nicht so schwer als... mit einer normalen Schusswaffe, ja? Das ist ja... Da muss man ja einen Bonus bekommen, auf jeden Fall, ne? Ach komm, was macht denn der Faggot da hinten? Ey, das ist doch so OP, dieses Scheißschild. Ich habe zwar eigentlich schon die 2 gedrückt gehabt, aber egal. Spiel hat ja eine Reaktionszeit von 30 Jahren, deswegen kann das schon mal vorkommen. Ja, der hat mir meine Füße weggeschossen, als ob man davon sterben kann. Oh, scheiße, ich kann nicht ohne meine Füße leben. Nein. Meine Füße. Boah, Faggots, ey. Ob ich das mit mir machen lasse, ey. Wieso hat denn vorher mir keiner gekillt? Naja. Egal, dafür habe ich jetzt hier wenigstens ein paar Abschussserien. Gucken wir mal. Oh, Terminal Imploder. Okay, 5-fach Kill Incoming oder was? Gucken wir mal. Gucken wir mal, wo die alle stehen. Ach so. Da steht keiner beim Pot. Alles klar. Hab ich vergessen. Meist ja auch nur defenden. Also, ich hätte schon gedacht, dass mindestens 1, 2 da schon mal stehen. Ey, das ist ein Witz, Alter! Wo kommt der her, bitte? Ich check das Spiel einfach nicht. Das ist doch nicht dein Ernst. Können die nicht mal dafür sorgen, dass die Spieler das Spiel anständig spielen? Die müssen halt von hinten kommen, weil sonst kann ich ja gar keine Kills machen. Faggots, Alter. Achso, und die Granate hat niemanden erwischt. Ja, klar, ja. Ist ja klar. 13 ist ja auch ganz normal. Ja, ja. Mhm. Ganz normal. Alles easy.
Und für keinen meiner Tode konnte ich etwas. Entweder sie waren zu zweit. Entweder sie waren zu zweit. Da auch schon wieder. Oder sie sind von hinten gekommen. Keinen Tod kann ich mir selber anrechnen. Oder bin ich selbst dran schuld? Oh, da habe ich schon wieder welche erwischt. Alter, das macht doch so keinen Spaß, ey. Ich weiß nicht, ich werde vielleicht irgendwann nochmal die Beta aufnehmen. Ich weiß nicht, morgen vielleicht. Aber für heute ist es jetzt erstmal die letzte Runde, ey. Ich bin nicht mehr motiviert, dieses Scheißspiel zu spielen. Wieso steht er denn da? Kann ihn da mal niemand wegmachen? Das ist ja wohl echt ein Witz. Ich verlasse mich viel zu sehr auf meine Teammates immer, weißt du? Ey, was ist denn das? Dann ist dieser scheiß Berg da im Weg. Haben die das nicht mitbedacht? Weißt du, bei der Map, dass ich da mal langfliegen möchte. Nee, bitte nicht. Du machst das nicht. Hallo, bitte. Danke, ja. Ey, nee, Leute. Weißt du, bei so einem Noob-Team, ich bin mit 6-14-2, da willst du mich eigentlich vollkommen verarschen? Ja, ja, tut mir leid, dass ich halt hier rumlaufe, ja. Tut mir leid, dass ich geboren wurde. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein. Scheißspiel, Alter. Keine Kaufempfehlung, kauft auf keinen Fall und wer schon vorbestellt hat, Opferkinder. Meine Fresse, ey, was ein Scheißspiel. Also bis zum nächsten Mal, haut rein. So, hallo und herzlich willkommen zu Star Wars Battlefront. Nils hat gerade ein paar Probleme. Also erst war es so, ich wollte Battlefront starten und er denkt sich mein Aufnahmeprogramm, nee, also ich krieg's gerade nicht geschissen, das Overlay im Spiel zu laden, deswegen kackt das Spiel die ganze Zeit ab. Habe ich mein PC neu gestartet, ging's immer noch nicht. Dann habe ich es noch dreimal gestartet, dann ging's auf einmal, dann wollten wir zocken, dann ist sein Origin abgekackt und dann hat er neu gestartet und ja, dann konnte er ja nicht auf die EA-Server zugreifen, also hat er nochmal EA Origin ausgemacht. Also wir sind voll motiviert jetzt gerade hier. Ja, aber richtig, ich meine, es geht jetzt. Boah, Alter. So, Party-Invite. Bin ich endlich online, Mann. Boah, und jetzt auch noch Partner-Invite hier. Alter, krass. So, und wir haben uns überlegt, heute mal eine Mission zu spielen. Alter, ich habe gerade kurz gedacht, mein Battlefront ist abgegangen. So, also, hier, So, bitteschön. Geht doch! Hast du überhaupt schon mal die Missions oder so gespielt? Diese eine Mission habe ich mal gespielt, ganz kurz zum Reinschauen, ja. Das Überleben, ja, habe ich auch mal kurz gespielt. Ja, aber das ist kacke eigentlich. Mal gucken, wie es im Koop ist. Ja. Hast du in der Tasche, hast du immer was zu Nasche? Also, hast du Haschische in der Blutbahn, kannst du ficken wie ein Truthahn. Lecker staunen, die haben ja unverzüglich lecker. So, was nehme ich denn mal? Man kann sich ja alles auswählen, ne? Geil. Boah, ich nehm die DLT 19. Ja, gerne will ich auch nehmen. Mit der kannst du richtig reinfegen. Ah, nehme ich die Granatwerfer und nehme ich die Torpedos. Oh scheiße, jetzt habe ich gar keine Karte ausgewählt. Und ein Schild. Ich glaube, gut. Ich nehme Schild und Torpedos. Ja, los geht's. Torpedos? Ja, ich kann irgendwie, das sind Ionen. Keine Ahnung, immer stand da mit Ionen.
Keine Ahnung. Also auf 1 hast du ja diese, hast du ja den Grenade Launcher. Nein, habe ich nicht. Ich habe da irgend so eine Granate. Guck mich mal an. Das habe ich in der Hand gerade. Ja, guck dir das mal an. Du bist eine Frau, du bist eine Frau. Ja. Ach, gelitten, Alter. Oh. Ich kann nicht. Hast du dich gerade umgebracht? Fast. Komm, dann machst du einfach so. Oh, Hacker! Ja, warte mal auf mich eine Runde, bitte. Ja, aufdrück einfach mal 3. Los, los, los. Ja. Ich weiß, wo wir lang müssen. Zack, zack. Ja, erstmal müssen wir Free Enemies machen. Mich stört's, dass wir nicht sowas wie Dings haben, wie eine Zweitwaffe oder so. Ja, stört also mich bei, das Pistol, stört mich bei Battlefront auch stark. Wo bist denn du jetzt hin? Hier oben, hier oben, hier oben. Wo? Ich muss nach rechts laufen, hier. Ah, da. Da. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Oh. Hier, hier. Ich wollte einfach gerade mal mit dem Jetpack hoch. Komm, du kannst die Dinge auch kaputt schießen. Hier will keiner mehr wohnen. Das ist eins der wenigen Dinge in Battlefront, die man kaputt schießen kann. Oh mein Gott, das MG geht mal übel schnell wieder cooldown. Also wenn du das hochgeballert hast und R drückst. Also Nils, hast du auch das Gefühl so, bei Battlefield 3, ja, da konntest du alles kaputt machen. In Battlefield 4 konntest du fast genauso viel kaputt machen wie in Battlefield 3. In Hardline konntest du sogar ein bisschen weniger kaputt machen und bei Battlefront kannst du jetzt gar nichts mehr kaputt machen. Fortschritt durch Technik. Doch, guck mal, du kannst, warte, pass auf, du kannst hier Steine kaputt machen. Ah, warte. Hier, guck dir das an, der Stein verformt sich nicht mal. Na, guck hier, komm mal zu mir. Der Stein. Ach, krass. Aber guck mal, was ist mit dem Stein hier? Guck mal, der ist aus massivem Stoff hier. Ja, ja, die Dicken, die gehen nicht. Da, lass mal einen Penis zeichnen. Gib mir nicht mal Einschusslöcher, was ist da los? Auf dem Boden gibt's keine Einschusslöcher. Lol, stimmt. Oh, wir müssen Sachen sammeln, los geht's. Ist bestimmt Frostbite 4. Ja. Frostbite 4 kannst du nichts mehr kaputt machen. Oh mein Gott, ich spawn einfach in den Gegnern. Die Gegner spawnen in mir, geil. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist nicht neu gespawnt. Oh, da ist ja noch einer. Der schluckt einfach mega. Auf, komm, wir müssen dahinter irgendwas sammeln. Ach ja. Ey. Ich glaube, wenn du springst und dann 3 drückst, ich glaube, das wäre übelst OP. Ja, das ist besser. Oh, komm, wir müssen zu einem Pot. Ja. Aber ich habe so ein geiles Schild. So ein geiler Schild, ey. Ich nehme mal hier die Charge mit. Ja, irgendwas kommt da, da kommt ein Schiff. Ich glaube nicht, dass es Relevanz hat. Ah, ein AT-ST kommt. Ich hol schon mal einen Grenade Launcher raus. Warte, ich hab einen richtigen Raketenwerfer, nicht so einen Grenade. Aber der muss um die Ecke kommen. Lol, hast du dem eingeschenkt? Aller übelst Half-Life, Mann. Oh Scheiße, ich verbrenne, hat mich verbrannt an meiner Waffe. So, jetzt fick ich den weg. So. Excellent work. Excellent. Guck mal, gibt's Sachen. Hol dir ein paar Sachen. Ja, ich hab mir schon ein paar Sachen. Warte, ich mach hier so eine Cannon hin und hol mir das nächste. Gibt's noch was? Wo ist denn das? Warte mal, hier. Ich geh mal gerade ans Geschütz. Der kommt von irgendwo runter. Keine Ahnung. Mich jetzt verarschen? Rasur. Ey, ich bin zu dumm, die zu treffen. Guck mal, ich klatsche jetzt hier auch mal hin. Weißt du, wenn sie schon am Boden liegen, einfach nochmal drauf treten, weißt du, so wie ich das gehört. Live Pickup, ich habe ein extra Leben. Ja, wir sterben eh nicht, also von daher, wir sind ja Profis. Ja, das ist unnötig. Weißt du, als Harald hier das erste Mal gespielt hat, ne, der ist 50 Mal gestorben hier. Ach, hat der Harald schon gespielt? Ja, der Harald hat schon gespielt. Nice, Mann. Komm, hol meinen Harald auch noch mal, oder? Nee, der Harald hat gerade keine Zeit. Ach, der Ralf bestimmt auch nicht. Nee, der Ralf. So muss es laufen. Alter, das ist doch so easy einfach nur. Collect Tables, was? Wir sollen Tische sammeln? Ja. Wenn ich das richtig lädt. Tablets. Tape. Keine Ahnung, Mann. Samstagabend, ey, da
Englisch kannst du jagen mit Haufen hier abzuknallen. So, einfach mal reingefickt in die gute Stube. Was will dieser Bastard denn hier eigentlich? Verpiss dich mal. Du hast Grenade Launcher, ich nicht. Ja, warte. Geh mal weg. Ich mach das jetzt. Lol, du hast die alle gefickt. Bei dem MG, immer wenn die gelben Punkte aneinander sind, musst du Reload drücken, Mann. Wenn es überhitzt ist. Ja, ja. Muss ich immer R drücken dann. Aber ich drück 4, ey. Ich drück 4 anstatt 3 und ich flieg einfach so auf die Fresse. Was hast du denn auf der 4 gehabt für ein Das für ist ein Geschütz, Ding? Aber es ist halt nichts passiert. Alter, die Map ist schon groß. Da vorne ist ein Pot, ich lauf schon mal zum Pot. Ich hab glaube ich. Das ist ein Charge, mal bitteschön. Ja, das ist dein auf Slot 2 ist das. Achso, das. Ja, okay, jetzt hab ich 3 Stück. Ich hab 3 Schilder. Also ich hab Ionenschuss. Damit machst du mehr Schaden an Vehikeln. Oh mein Gott, ich hab das Gefühl, ich geh drauf. Oh shit, ich hab noch 29 Life. Ey, die kommen echt von überall, Mann. Mama. Jetzt ist da noch ein AD. Ach komm, Alter, ich verreck. Ohne Spaß. Ich verreck. Nein. Warte. Ich hab den AT-AT gleich. Oh mein Gott. Warte, ich hab hier noch die 4. Hallo, tust du mal was für dein Geld? Achso, der AT-AT ist down, lol. Ja, ich hab schon gekillt. Nee, es war der ATS, das war ein ATST, nicht ein AT-AT. Also weit rüber komme ich nicht um meine Kasone, Mann. Die haben keinen fließenden Übergang gemacht, wenn du zur Kanone gehst, wie im Battlefield oder so. Hm. Ja. Oh, Nils, was kannst du eigentlich, weißt du? Da komme ich aufs perfekte Bild, Mann. Ja, du hast 13 Kills gerade mal, ey, Bongo Boy. Ja, tut mir leid, Mann, ich hab hier ein bisschen nebenbei was anderes gemacht, weißt du? Also, Continue, Replay oder? Nee, Mann. Lass mal auf Collectible spielen, oder? Ja, aber lass mal exiten. Ich weiß nicht, ob du, wenn du replays, ob du dann auf Hard stellen kannst. Ja. Deswegen lass mal rausgehen. Nicht, dass wir dann Kacke machen müssen, tun. Können wir mein Titelbild ändern? Was ist denn eigentlich mit deinem Bild, was wir in Kunst gemacht haben? Ich habe das ja jetzt als Profilbild. Ja, das liegt neben mir 2 Meter im Schrank, zusammengerollt. Alle 4 Exemplare. Achso, die anderen Difficulties sind erst im Main Game available. Super. Müssen wir es überhaupt. Wolltest du mich forschen jetzt hier? Moin, ey, Dreckszeug. Ja, was wollen wir jetzt machen? Jetzt spielen wir eine Runde. Cancer? Nein, jetzt spielen wir eine Runde Walker Assault, oder? Ja, komm, spielen wir eine Runde Walker Assault. Ich suche mal ein Game gerade. Ja. Hast du jetzt die Ionengranate eigentlich? Nee, hast du gesagt, die Scheiße. Ja, bei Walker Assault ist die vielleicht manchmal ganz nützlich. Egal, kauf ich mir da gleich. Im Game. Also du musst die halt direkt auf ein Fahrzeug werfen. Das heißt, wenn du zum Beispiel unter einem Walker stehst, während der gerade angedamaged ist, verliert der Viertel an Leben von einer Ionengranate ungefähr. Okay. Ist halt mega gut, aber du kannst sie halt nicht als Personengranate benutzen. Die dauert ewig, bis sie explodiert, wenn sie nicht auf ein Fahrzeug trifft. Die reagiert halt auf Ionen.